auch wenn der Branchenmotor nochmals einen Gang zugeschaltet hat und die Expo 2019 in jeder Hinsicht ein Branchentreffen der Rekorde war, ist der heutige Mittwoch so etwas wie der Aschermittwoch der Immobilienbranche. Nur noch sehr wenige Besucher, die meisten auf der Heimreise. Oder aufgrund der vielen nächtlichen Events zumindest nicht wirklich topfit. Die Expo Real liegt jedenfalls wie die meisten jetzt schon zurück. Der kühle Regen in München heute Vormittag ist aber das Gegenteil des Branchengefühls. Die Immobranche erlebt den unendlichen strahlend schönen Sommer mit Höchsttemperaturen. Renditen nochmals kräftig nach unten, deutsche Bürorenditen gehen Richtung 2,5%. Österreich folgt langsam nach. Und dank langfristig absehbarer fast Nullzinsen dürfte das so weitergehen. Nur mehr Werterhalt bei den Investoren statt Verdienen. Neu ist, es gibt aufgrund der nochmals gestiegenen Preise doch wieder mehr Transaktionen. 2019 könnte auch nochmals einen Transaktionsrekord bringen.